Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valhalla Hills. Wir greifen heute mal das Portal an. Das wird wahrscheinlich die finale Folge für heute werden. Denke ich mir zumindest. Ja, das heißt, wir werden heute so den letzten Akt in diesem Let's Play begehen. Dann habt ihr den Eindruck vom Spiel. Mehr wollte ich euch gar nicht verschaffen. Ein langes Let's Play wollte ich hier gar nicht erst machen. Das war eigentlich so ein Grundgedanke an dem Ganzen, dass wir das jetzt einfach gemütlich mal uns anschauen und dann halt schauen, wie es läuft. Und jetzt ist dann auch wieder gut, oder? Die Dinger mal weg, die schauen nicht gut aus. Sind Straßen ins Leere, finde ich nicht cool. So, haben die jetzt hier Waffen? Ah, da fehlen Eisenäxte, aber die müsste doch eigentlich so ein schmieriger Kurier... Müsste die doch eigentlich bringen. Ach, das ist der. Wunschliste 4 Eisen. Na gut. Das würde er wahrscheinlich dann da reinbringen, dass die hier wieder weiter Äxte machen können. Aber die haben ja schon Äxte hier und normale Steinäxte und Eisenäxte und so weiter. Also alles da, ne? Nein, 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 nicht abreißen. Können sie ja mal anschalten, mal gucken, was passiert. Nix, ne? Estrid. Na, da arbeitet auch eh niemand, ne? Auch hier liegt noch Bier und so Zeug rum. Das ist alles noch da. Auch hier Eisenäxte eingelagert ohne Ende. Direkt neben dem Kurier. Dann machen wir mal Folgendes. Wir schalten das mal aus in der Hoffnung, dass hier mal ein anderer Kurier arbeitet. So, ihr stellt her. Ihr seid auch ausgeschaltet. Da ist nämlich auch noch super viel drin. Ah, da ist einer. Da, wir haben einen. Wunschliste, Jodis. Läuft zur Arbeit. Oh. What the hell? So, okay. Jetzt schauen wir mal, wie das was wird. Im Zweifel werden wir jetzt mal kurz ein paar Leute entlassen wieder. Die sollen ihre Sachen abgeben. Gebt mal alles eure Sachen ab. Einer muss da bleiben, der Olaf. Der Olaf, der Schreckliche, ja, der bleibt hier. Der Rest gibt alles ab, in der Hoffnung, dass die das hier jetzt erstmal hinbringen. Und dass wir mehr Leute haben, die jetzt erstmal mit unserem ganzen Plunder hier umgehen können. Und dass die hier alle rumgammeln, das ist mir schon klar. Ja, jetzt bringt einer wenigstens das Zeug mal richtig rein. Ich hoffe nämlich einfach, dass hier mal angefangen wird, die Sachen hier abzuräumen. 29. Arbeitslos sind 4. Das heißt, 4 Leute könnten hier als Träger arbeiten. Das ist das, warte mal, das ist ein erster Kurier und das sage jetzt bitte, dass das auch einer ist. Ja, doch. Tatsächlich. Pass auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Dann machen wir jetzt hier oben ein großes Lager hin. Ich weiß, das ist teuer. Aber vielleicht hilft das da oben auch dem Armeelager ein bisschen. Weil da arbeiten nämlich jetzt auf jeden Fall auch ganz, ganz viele Leute. Und die sammeln nämlich hier auch ein bisschen ein. Hier haben wir jetzt das Problem. Warum arbeiten hier... Da ist doch auch einer. Ach so, jetzt geht's darüber. Okay, alles klar. Na gut, wir werden sehen. Hier wird nämlich fleißig eingelagert. Soll auch so sein. Und dann können wir nämlich den Angriff wagen. Dann kann es losgehen. Hoffentlich. Ja, hier wird auch Brötchen werden schon hierher gebracht. Das ist nämlich auch ganz gut. Dann können die nämlich hier oben gleich schnabulieren. Vielleicht kann hier endlich mal jemand anfangen, wieder weiterzuarbeiten. Jawohl, die Mühle läuft wieder. Es läuft alles wieder. Bären werden auch gesammelt. Wir hatten hier schon gar keinen Platz mehr. Dann werden wir den Knut hier abreißen. Der lässt zwar natürlich alles liegen, das beschäftigt unsere Jungs und Mädels hier natürlich auch noch mal ein bisschen. Was aber gar nicht mal so schlimm ist, weil dann haben wir nämlich den Arbeiter uns gespart und brauchen das Ding nur noch ausschalten, um 2 Arbeitskräfte freizumachen. So, hier liegt gerade mal eine Eisenaxt. Das müssen wir auch beheben, das Problem. Kriegen wir aber mit Sicherheit hin, denke ich mir. Und dann können wir mal gucken. Der Lagerfeuer hier, das ist in Ordnung. Hier sind wieder Setzlinge. Und hier ist auch tatsächlich ein bisschen... Ein paar Bäume sind hier schon gewachsen.
So, jetzt gucken wir mal hier. Ah, Feuerstein haben sie rausgelegt, ja. Vor die Türe. Bin gespannt. Hm, und die machen irgendwie auch nichts. Arbeitslos. Die Armen. Gucken wir mal, wie, was macht der hier unten? Es ist Jodis. Aber warum kann Jodis nicht von einem Kurier zum nächsten? Aber dieses, das ist doch auch schrecklich, oder? Die sind auch völlig out of order hier, die Jungs. Reisen das einfach mal ab. Weil die machen ja eh nichts. Also die stehen auch wirklich nur in der Gegend rum. Reisen wir ab. Braucht kein Mensch. Sollen die lieber eine Aufgabe finden, die halt besser für sie geeignet ist. In dem Fall gucken wir mal, ob wir... Wir haben jetzt 5 Arbeitslose. Okay, alles klar. Ein Kurier. Wir machen mal den 3. Kurier daraus. So. Der 3. Kurier, hoffentlich wird er die Arbeit aufnehmen und hier oben die Waffen hinbringen. So, ein Gudrun, ein Kurier. Machen wir hier nochmal einen hin. Schauen wir mal, wenn das nicht funktioniert, wenn die jetzt keine Waren liefern, dann ist mir auch egal. Den Kurier hier, Bjarne, können wir auch abreißen, der bringt auch nichts. Dann brauchen wir jetzt, ich denke mal, wir brauchen hier ein Lager. Irgendwas zum Weglagern. So, gucken wir mal, 2 Holz, 1 fehlt noch, jetzt ist da ein Lager da offen. Schauen wir mal, hier werden Brötchen eingelagert, das ist auch schon mal eine gute Sache. Gucken wir mal, ob hier Waffen ankommen. Ob der Radius reicht. Ich glaube, er reicht. Hm, Benutzung überragend. Mal gucken, ob da auf Dauer Waffen angelagert werden. Gold wäre natürlich auch toll, aber Waffen wären auch gut. Wir könnten ja nochmal gucken, ob wir das hier unten in ein Nachschublager einbringen. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass die Kuriere erst dann arbeiten, wenn das alles eh schon in einem Waffenlager liegt. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Was brauchen die dafür? Haufen Holz auf jeden Fall. Ein Steckling ist noch da, dann ist Ende. Ah, wunderbar. Okay, wir schauen. Ich bin mal gespannt. Vielleicht erkennen wir noch auf den letzten Metern hier, wie das System funktioniert. Okay, Nachschublager läuft. Ein Bogen ist auch schon drin. Bjarne sammelt hier fleißig zusammen. Was in Ordnung ist, weil dann können wir uns nämlich die blöden Kuriere sparen und bilden halt einfach da unten die Einheiten aus, die dann hochlaufen sollen. Weil jetzt liegen die Waffen ja hier drin. Bier liegt auch drin. Jetzt haben wir keinen freien Arbeiter mehr, ne? Ja. Okay, dann machen wir Folgendes. Dann reißen wir jetzt mal die ganzen arbeitslosen Kuriere ab, die irgendwie meiner Meinung nach gerade ziemlich für den Eimer sind. Die werden schon irgendeinen Sinn haben. Ich habe aber irgendwie noch nicht so ganz rausgefunden. Das muss ich mal nachlesen. Weil so aktuell machen die Jungs gerade keinen guten Job. So, den können wir eigentlich auch einstellen oder zumindest ausschalten, weil der arbeitet jetzt eigentlich auch nicht wirklich. So, wo bist du? Lagerarbeiter? Sammelt. Okay, der sammelt in Ruhe jetzt zusammen. Das ist in Ordnung, das soll er auch so machen. Das ist echt gut eigentlich. Und dann können wir nämlich mal gucken. Was machst du jetzt gerade? Ah, du machst Waffen. Hm, Eisenbarren.
Müsste eigentlich von da holen. Können wir mal anschalten. Haben wir hier einen neuen Schmelzer? Schauen wir mal, ob das klappt. Bin gespannt, ob die jetzt irgendwas machen oder nicht. Weil das wäre jetzt so die Frage der Fragen. Und ob die da oben vielleicht jetzt auch endlich mal Äxte haben. Nee, da oben kommt nichts an, okay. Schwierig. Ganz schön schwierig. So, wir gucken einfach mal. Ich würde vorschlagen, Freunde, wir machen jetzt alles aus und schmeißen unsere Jungs und Mädels erstmal in die Kampfeshaltung. Und wir werden jetzt angreifen. Wie viele Arbeitslose haben wir jetzt? 6 Stück. Alles klar, Freunde. Dann 2 Bogenschützen. Und 4 Axtkämpfer. Machen wir noch einen Bogenschützen rein. Noch einen Axtkämpfer. Dann sollten wir eine richtig böse Truppe hier zusammenstellen. Mal gucken, ob die sich ihr Zeug aus den Lagern holen. Eisenaxt holt auf jeden Fall sich einer schon mal. Sollten die meisten, sollten jetzt allerdings irgendwas haben. Weil sonst wird das nämlich extrem knapp hier. Es kommt immer mehr dazu. Auch den schalten wir aus. Alle ausschalten. Wir brauchen hier volle Truppe. So, auch den hier, der ist schon ausgeschaltet. Wunderbar. Auch den ausschalten. Wie gesagt, wir brauchen auch Nachschubkräfte, falls mal einer stirbt. Ist auch ganz wichtig. Ausschalten. Ausschalten. Wir brauchen alle Kräfte, die zur Verfügung stehen. So. Okay, wir bewegen das Nachschublager hier hoch. Ziehen hier eine ordentliche Straße. Und dann gibt es wahrscheinlich echt mal ganz fies Ärger. Wir kriegen das. Die Jungs haben's hinbekommen. Oh. Eisenerz und Getreide, na, aber kein Problem, Freunde. Nichts lieber als das. Ich werd verrückt. Ich werd echt verrückt. Alles klar, ihr könnt wieder eure Arbeit aufnehmen. Alles geil. Mann, oh Mann. Wie cool ist das denn einfach nur? Jetzt darf jeder hier wieder seiner Arbeit nachgehen, seiner eigentlichen Arbeit. Gucken wir mal hier im Bergarbeiter, haben wir hier noch irgendwas hinbekommen? Irgendwo, da, der Köhler ist noch aus, der muss noch an. Hier hinten auch der Brauer darf wieder arbeiten und auch der Holzfäller darf arbeiten. Wunderschön, wir haben alles wieder am Start. Das Portal ist erobert. Ich würde sagen, schaut ganz gut aus für die Folge. Schaut ganz gut aus. Wir füllen jetzt noch ein bisschen das Getreide hier rein. Oh, herrlich. Gestorben, Björgulf. Ah, oh, schade. Ja, Freunde, ich wollte euch eigentlich noch eins mit auf den Weg geben. Und zwar, viele hatten ja Angst, wenn ich das jetzt wenn ich das Projekt jetzt beende, abreiße, wie auch immer, dass dann das jetzt für immer weg ist, ja, und nie mehr wiederkommt. Nein, natürlich nicht. Wir streamen das Ganze hin und wieder mal. Wir schauen einfach mal wieder rein, wie so der Status quo ist. Das heißt, diese Playlist wird nicht mehr stehen bleiben, sondern die wird jetzt immer mal wieder vielleicht ein neues Video kriegen. Ja, und dann immer, wenn wir Bock drauf haben, mal reinschauen und feststellen, ach, guck, ist wieder was Neues dazugekommen. Dann spielen wir das weiter und dann habe ich da auch ganz, ganz heftig Bock drauf. Denn unser Portal. Wir müssen ja noch einen Wikinger in Valhalla unterbringen. Wir wollen ja zurück, um bei den Göttern zu leben. Das ist ja unser Ziel. Das werden wir auch weiterhin verfolgen, aber halt nicht mehr als Let's Play, nicht mehr regelmäßig, sondern halt eben mal wieder, immer wieder ein Video und dann gucken wir halt mal weiter rein. Das ist so der Plan. Ich denke mal, da können viele mit leben. Jetzt schauen wir mal gerade, wie schaut es Opfertisch technisch aus. Ah, das wird schon, schaut mal her. Wird schon richtig gut. 2 Arbeitslose sind immer noch da. Wikinger-Kapazität ist schon ziemlich gering. Aber hier kommt immer mal wieder das ein oder andere Getreide an. Das ist schon mal schön. Okay. So, Essen haben wir auch einen Haufen.
Die letzten Getreidedinger werden auch geholt. Was nämlich auch voll cool ist, weil jetzt kriegen nämlich endlich, können die mal wieder arbeiten. Ja, das haben sie nämlich die ganze Zeit, war da mehr Stillstand als alles andere. Hätte man vielleicht nochmal eine zweite Mühle bauen sollen, ich weiß es. So, und dann umgehen wir hier die Portalwächter, indem wir nochmal Eisenerz an den Eisgolem spenden. Und das Gute ist, davon haben wir mehr als genug. Also eisenerztechnisch schaut es bei uns super aus. Das können sie, brauchen sie einfach nur hintragen und dann ist fertig. Und da geht es auch schon los. Und dann können wir die Opferung starten. Und ja, dann ist das alles gewonnen hier. Hätte keiner gedacht am Anfang, oder? Am Anfang von dieser Karte hätte jeder gedacht, ah, das wird nichts, das geht in die Hose. Ich bin auf die Kommentare jetzt schon gespannt. Die erste Folge ist noch nicht draußen. Also von der letzten Karte, meine ich. Da bin ich echt mal drauf gespannt, was ihr dazu sagt. Aber ich glaube, ich werde mal wieder oft lesen, ah, das wird nichts, fang lieber gleich neu an. Ja? Aber nö, hat auch funktioniert. Zwar nicht so einfach und hat ein bisschen Zeit gekostet, aber immerhin, das hat funktioniert. Wir haben uns durchgebissen. Was ja momentan irgendwie, das fehlt mir bei manchen ein bisschen, diesen, ich beiße mich da jetzt durch, auch wenn es gerade nicht so einfach ist. Das, ich weiß nicht. Da geht die Mentalität, glaube ich, mehr darum, dass man sagt, ah, nee, das wird nichts, ich fange lieber gleich neu an. Aber muss ja gar nicht, es geht ja um nichts. Wir spielen ja hier kein Marathon, ja, es ist halt einfach, wir zocken hier gemütlich und da kann man halt auch mal Zeit ein bisschen für durchbeißen in Anspruch nehmen, muss ja auch mal sein, ist doch in Ordnung. So, die letzten drei sind hier am Start, sind auf dem Weg und dann können wir nämlich hier gleich locker flockig weitermachen, beziehungsweise mit dem nächsten Projektchen anfangen, das vermutlich dann irgendwann die Tage startet. Also gib mir mal so, ich würde mal sagen, eine gute Besinnungswoche Zeit. Dann grabe ich euch das nächste Projektchen aus, was wir vielleicht entweder eins, das schon da ist, das wir mal wieder weiterspielen wollen. Oder neues, das werden wir einfach sehen, je nachdem wie Lust und Laune besteht. Müssen wir mal gucken, Portal ist fertig, Opferung ist fertig und wir können jetzt hier das Portal öffnen. Victory! Genau, und jetzt können wir auf jeden Fall eine sehr große Karte, einen vierten Kurier, Gipfelstürmer, können wir alles machen. Und jetzt schauen wir mal in die neue große Karte rein, damit ihr die auch mal gesehen habt. Schaut euch das mal an, ha? Das ist mal eine richtig große... Das ist mal eine richtig große Karte. Hier sehen wir auch Kühe rumstapfen, also Rinder heißen die hier. Rinder. Und da habt ihr nämlich richtig viel Platz zum Entfalten auch, ne? Ich sehe hier gerade ehrlich gesagt nichts, was gefährlich ist. Doch hier ein bisschen. Ein paar Wölfe, ein paar Bären auf dem Weg nach oben, aber das ist ja, wenn man hier mit Armeelagern hochmarschiert ist, kommt ja dann danach nichts mehr, ne? Schöne Karte. Schöne Karte. Gefällt mir gut. Aber, liebe Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder oder im nächsten Stream wieder, je nachdem. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Euer Zwerg. Auf ZwergTube, ciao.